Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar heute wieder ein Video aus der in Anführungszeichen Reihe. Ich zeige euch, was ich bereits ja schon besitze. Heute gucken wir uns mal zusammen Beartooth B-Sides an. Das hier ist ein Release vom Record Store Day 2018, 2019. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich das damals in meinem Record Store beim Record Store Day gekauft. Mit den zu dem Zeitpunkt exklusiven Tracks Takeover und Messed Up. Messed Up. Messed Up. Ist richtig. Messed Up. Ja, das gab es damals, wie gesagt, zum Record Store Day, beim Record Store Day. Und genau, die beiden Tracks allerdings finden sich auch auf der Deluxe Edition von Disease wieder. Also bei der Deluxe Edition, auf Spotify gibt es ja auch eine Deluxe Edition, also sollte man die auf jeden Fall schon mal gehört haben. Es sind auf jeden Fall sehr geile Tracks, beide. Und zwischen den ganzen Kollegen durch nur einmal. Das wollte ich verhindern. Moment. Oh Gott. So. Genau, das packen wir jetzt ja mal aus. Genau, das ist, glaube ich, sogar noch die Original-Sleeve, wo das drin kam. Deswegen ist die ein bisschen enger als meine. Genau. Einmal ohne Folie. B-Side steht einfach nur drauf. Ist halt das Beartooth B. Sind halt die beiden Beartooth-Songs. Hier hinten die Schlange wieder. Und dem Disease Orange. Genau. Wenn man das Ganze hier aufmacht. Das heißt aufmacht. Die Platte hier rauszieht. Ist auch tatsächlich nur die Platte drin. So, mal gucken. Das sind nämlich Ewigkeiten nicht mehr angeguckt. Aber ja. Genau. Hier steht eben in dem bekannten. In dem Beartooth grün, grün. Sag mal, orange, meine Güte. Ja, Beartooth und Red Bull und die beiden Tracks. Und die Rückseite, das gucken wir uns sofort an, die ist nämlich etched. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme, dass man das sieht. Ist nämlich an sich nicht so leicht, das zu sehen, aber ich glaube, man sieht das. Ja, jetzt sieht man das da. Ist das Beartooth B hinten drauf geätscht und auf der Vorderseite ist es gerade ein bisschen staubig, aber da ist halt einfach nur schwarz. Ich kann mal mit meiner Bürste drüber gehen. Ja, genau. Aber an und für sich ist es das. Nicht viel, aber sehr cooler Release. Ich glaube, es war ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, war das, gab es ja diesen Olds Dingens Release von Beartooth, wo man ganz viele alte Sachen, limitierte Sachen nochmal irgendwie gehofft hat im Shop. Ich glaube, das war auch dabei. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Vinyl, 7 Inches, natürlich. Und wie gesagt, Beartooth Playlist in der Videobeschreibung. Link dazu werdet ihr nicht finden, aber zu Beartooth zum Instagram und auf jeden Fall zur Playlist von Beartooth auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.